Also ich werde ein paar Sachen, die wir dir mitteilen könnten, aber das muss unter Verschluss sein. Huschen! Ich mache einen Schnelldurchlauf, dauert eine Minute. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wie viel hast du Geld jetzt nochmal? 196k. Plus 8000 Bar. Wir können versuchen, rüberzufahren auf die Insel. Meinst du mal um Hilfe fragen? Unser Geld anbieten. War da Möglichkeit, ja. Für das Safe House. Ich weiß ja nicht, wie weit die da drauf Zugriff haben. Ist mein neues Handy rumgekommen. Wo bist du? Aber wo bist du denn? Seid ihr gerade weggefahren? Was? Oh, er war schon oben. Ich hab gerade den anderen Weg genommen. Ach du Vollidiot, bist du oben? Ja, was? Aber auf was soll du denn ausgepackt haben? Wir haben die Info, dass er alles in Kops gesteckt hat. Ja, was denn? Was wir getan haben? Wir haben doch Überhilfe schon an die Strafe bekommen. Für die Weasel News Bomber aber nicht. Der Jan. Nee, das weiß ich gar nicht. Die hab ich schon wieder vergessen. An die Kaio-Sache wohl. Welche Kaio? Da, wo wir mit der Pylone aus Ausflug waren. Ja, und? Musst du mit der Bestrafung kriegen? Ja, auf jeden Fall. Die Weasel News Bomber hat er auf jeden Fall, soweit ich weiß, ausgepackt, laut Brian. Okay, die Weasel News Bomber ist nicht gut. Nee, die ist gar nicht gut. Wie ist er noch einstiegen? Joey. Ich bin's. Hallo. Also, wie ist denn der Plan? Wir fahren in die Stadt, du holst dir neues Handy, neue Nummer und dann ab nach. Rüberfahren? Keine Ahnung, das sind. Wie viel Geld kriegen wir jetzt zusammen? Eine Million? Wie willst du jetzt eine Million? Also, ich kann dir 160. Ich würde mein ganzes Geld dafür opfern und alles, was ich habe, damit ich rauskriege, in welchem Haus da sitzt. Das ist die Frage, ob die das überhaupt wissen, ne? Hier köpfen Leute und so ein Scheiß. Das sind ganz kranke Motherfucker. Oh. Swatili! Hat der gerade Erhör gemacht? Swatpanzer! Ich glaub, die wollen nichts von uns. Nein! Ich weiß nicht, ich hab mein Handy da oben ausgemacht! Könntest du auf Wanted stehen, Franzl? Sei ehrlich. Oh Gott, wenn er uns gesiegt hat, dann steht er doch safe auf Wanted! Nee, wir haben vorhin mit unserem Anwalt gesprochen. Solange so eine komische Anklageschrift nicht fertig ist, passiert doch gar nichts. Ich bin jetzt bei O2! O2 ist scheiße, da hast du kaum Empfang in Deutschland. Scheiße, dann hol ich mir noch einen. Scheiße, ich hab einen 30-Tage-Vertrag, ich kann nicht kündigen. Prepaid. Scheiße. Oh fuck, ich hab meine Warnweste nicht dabei. Wie, du hast keine Warnweste? Fuck. Du verrat? Nein. Ich hoffe gleich da. Und ihr da hinten, bildet euch mal weiter. Hier. Joey. Muss auf den Captain den holen, greif bei. Hallo, die Zeitung hätten wir noch lesen können. Fette Kuh! Hinter uns sind die Bullen, by the way, ne? Wo sollen wir denn da was sein? Was für ein Ding? Ich weiß nicht. Okay. Nein! Oh, nee. Was? Nee, ich bin nur vom Gas gegangen. Ich dachte, der Tonk ist alle. Oh Gott. Ist doch jemand! Hallo! Ich bin hier. Oh, da ist ein Helikopter! Das ging schnell. Scheiße, wir haben unser Geld gar nicht mitgenommen, ne? Haben die kein Bankautomat hier? Ich weiß es nicht! Nehmen die Kartenzahlung? Oh! Wir kommen in Frieden! Frieden! Servus! Ich erwünsche eine Audienz mit euer Kartell! Was wollt ihr? Verpisst euch! Okay! Also ich finde, unser Aufeinandertreffen im Kartell ist jetzt gerade super verlaufen. Irgendwie hat das nicht so geklappt. Nicht so. Sniper, ich bin weg. Hassen wir das Kartell jetzt? Ja. Okay. Kartell hassen nicht du. Aber die haben Verbindung, die wir brauchen. Wie sollen wir an der scheiß Selfhaus kommen? Kennst du einen Kopf, den man kaufen kann? Nee. Scheiße. Da ist jemand. Also ein Auto. Wo? Da ist schon wieder. Ich glaube. Oh wer Gott. Wer ist das jetzt? Das sind mehrere. Autos. Ulle, ich suche Frieden coming! Sprechen eure Sprache. Und ist der türkische Mexikaner da? Der türkische Mexikaner, nein. Sie, ich rufe Mexikone, die Türkei. Der ist nicht da, hm? Ich, scheiße, ich. Ich entferne mich aus diesem Treibhaus. Warte, ich muss den Motor anmachen. Ja, ihr könnt
schießen? Ja, dann fahrt jetzt da rein, ne? Wir haben noch Geschäfte zu erledigen. Sie! Bis gleich, Herr Obi-Vileci! Nicht lachen, wenn die in der Nähe ist. Ja, was, denken Sie, ich nehme sie nicht ernst und er schießt sie weg. Das Arrivederci hat sich komplett im Konzept gebracht. Ich hab doch gar nicht gesagt, wegen gern. Ich hab gesagt, damit Sie mitverstehen, wenn Sie nicht meine sprechen. Das muss ich gleich mal klarstellen. So, wen haben wir denn hier? Ich bin der Franzl aus Franzelwanien. Ich bin der König des Nordens. Okay. So, und ihr habt uns versucht, drüben zu kontaktieren, ne? Sie... Ich wollte erstmal was klarstellen. Ich hab angefangen, ein bisschen Mexikanisch zu sprechen. Nicht, weil ich nicht denke, dass ich nicht verstehen kann, sondern damit ihr mich besser verstehen könnt, damit meine Sprache nicht sprechen könnt. Da bin ich gespannt, hä? Gut. Und zwar haben wir ein paar Geschäfte gemacht mit den mexikanischen Türken vom Côté. Wir wollten fragen, ob wir noch weitere Geschäfte machen können. Okay, das heißt, ihr wollt von uns, Aufträge, ne? Okay, Opa. Ich würde gerne wissen, was für Geschäfte ihr abgeschlossen habt. Wir haben zwei Boote von euch gekauft und ein für den Gäste. Waffen haben wir gekauft. Und das habt ihr mit diesem Winnerslin, diesem Suk-Suk abgeschlossen? Sie. Und jetzt du willst machen noch mehr Geschäfte. Ich sag mal so, wir haben Probleme in unseren internen Reihen und brauchten eventuell noch weitere Informationen. Okay. Die Frage ist halt, was haben wir mit euren internen Problemen zu tun? Was haben wir... Noch gar nichts, das ist eine geschäftliche Sache. So, der Suchuk hat mir angeboten, der kann mir helfen, wenn ich gesucht werde. Wirst du gesucht? Na, noch nicht. Aber ich habe hier nachgedacht und wenn ich gesucht werde und er kann das für Geldbeträge ändern, habe ich mir auch gedacht, dann müsst ihr irgendwelche Kontakte haben. Und daher haben wir unser Geld zusammengekratzt und wollten eigentlich Informationen kaufen, weil wir einen suchen, der eventuell unter, wie heißt es? Zeugenschutz. Zeugenschutz steht. Da muss ich erstmal meine Kontakte hüpflegen, ha? Aber für heute Abend kriege ich da noch nichts raus, ha? Das ist ein Problem, weil er die Waffen verkauft hat, die ich von euch gekauft habe. Wann war das? Freitag. Und Sie. Wie heißt der Typ? Tayo Hernandez White. Er verpisst sich, also ist seitdem im Zeugenschutz das, was wir rausbekommen haben. Wir haben einen riesen Prozess am Arsch. Aber laut unseren Infos hat er alles ausgepackt, was wir so gemacht haben. Das ist uns persönlich sehr wichtig, deswegen haben wir bis zu $500,000 zusammengespart. Also ihr wollt wissen, wo er sich aktuell aufhält, ne? Ja, wo das Safehouse ist. Ich guck mal kurz, was ich machen kann, ne? Ich bin gleich wieder da. Und wo habt ihr euer Geld? Unser was? Und wo habt ihr das Geld? Auf den Banken? Wie wäre es mit einer Vorauszahlung? Nehmt ihr Karte? Ich nehme Finger. Wie gesagt, wir haben alles zusammen von unserer Truppe zusammengeschmissen. Wir würden wirklich auf null anfangen, aber Hauptsache, wir haben die Ratte raus. $200,000 in 5 Minuten hier. Das schaffe ich! Für jede Zeit, die er zu spät kommt, können wir uns einen Finger nehmen. No. Und wie vertreibt ihr eure Zeit so im Normalfall? Die haben wir vorgestern einen Menschen getötet. Die Feuer haben wir ihn in den Fuß geschossen, in den Arsch geschossen und nochmal angeguckelt. Darf ich eine Zwischenfrage einwerfen? Warum in den Arsch ausgerechnet? Damit es wehtut. Achso. Mir werden vielleicht gleich Finger abgehackt. Bleib entspannt, vertrau doch mal Franzl, der kommt nie zu spät. Scheiße, wo ist mein Auto hin? Meistens. Wie lange habe ich gesagt? 10 Minuten. 10 Minuten, ich hatte das schon wieder vergessen. 5 Minuten hast du gesagt. 5 Minuten? Wirklich? Ich bin dafür, dass der Typ da, der die ganze Zeit hier irgendwelche Ansagen drückt, als erstes seine Finger verliert. Das finde ich nicht gut. Ja, komm schon. Das hier da hinten ist eine schöne Kreisbandsäge. Kann man mal ausprobieren, ob die noch funktioniert. Sieh, komm, geh mal rüber. Nein, ich möchte keinen Finger verlieren. Los. Komm. Ich muss zum Motorrad händler, schnell! Nein! Scheiß drauf, ihr Lieben, der ist tot! Mir fällt gerade ein, ich habe noch etwas, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ist ein bisschen schwer,
Oh nein! Ich wollte mal gucken, wie stabil ist dein Kniescheibe? Okay, ich muss mich rein! Oh, really? Wo ist dieser Franzi denn jetzt? Wir sind sofort da! Ich bin gleich da! Mir ist langweilig. Wenn uns langweilig ist, kommen wir auf blutige Ideen. Das wird knapp für deine Freunde gerade. Da ist mein König! Da ist er! Da ist er! Ich sehe die Warnweste! Ich bin wieder da! Und es war eine Tour! Ja. Wo der Ort seid, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Oh Gott sei Dank, bist du zurück. Das war eins vor Finger ab. Unser Auto wurde abgeschleppt. Wir mussten per Anhalter weiter. Nein. Guck mal hier, ich habe etwas in meiner Hand. Was denn? So, nimm mal deinen Kopf ein bisschen runter und jetzt schnüffel mal kräftig. Ja? Dann wird es dir gleich schon viel besser. Wenn ich das Geld habe, gibst du den ersten Hinweis. Ne? Genau, wenn sie das Geld... Oh! Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Jetzt sag ich, dass du das Geld vergessen hast. Ich war so abgelenkt wegen dem Anhalter, wegen dem Motorrad und alles. Das Geld habe ich vergessen. Komm mit rüber, jetzt hast du ja weniger Schmerzen, dann können wir das jetzt durchsehen. Nein. Ich war nur mal ganz schnell. Ich erhöhe auch 50.000. Ich will meinen Finger nicht verlieren, wirklich nicht. Das interessiert mich nicht. Mich aber. Oh. So. Oh, dann machen wir mein... So. Oh Gott. Das ist die Fingerkuppe. Oh Gott. Mehr Glück. Und später kann dir das wer annehmen. Denn auch verlieren, oh Gott. Ne? Halt mal seinen Arm fest, Security. Nein, nicht mehr im Hammer. Zertrümmer mir oder? Bitte nicht die Hand hier. Nein. Let's go. Ich hoffe, das, meine Freunde. Ich bring euch das Geld. Wieso? Oh, ich hätte den Finger gern behalten, ne? So, und wenn du noch weiter rumjammerst, dann gehört so einer von dir bald mir, ne? Ich halt die Fresse. Scheiße, was mach ich hier? Wie viel Zeit hat der noch, ne? Hoffentlich genug. Immer pinkeln gehen irgendwo. Oh no. Ich bin da! Wie viel ist so ein Finger wert an Geld? Ein Finger ist sowieso unbezahlbar, hä? Aber keine Sorge, den Finger, den wir abgehackt haben, den hat er schon in der Tasche, hä? Oder Fingerkuppe. Die haben überhaupt keinen Grund, mich zu vertrauen, hä? Ja, warum? Sollen wir nochmal? Rechter Fuß? Ja. Eventuell wollen. Dein rechter Fuß zertrümmern. Das ist der Titel für meine rechte Hand. Rechter Fuß. Hallo. Eventuell waren die Chevrolex ein bisschen teuer. Okay. Ich hab noch 196.000 auf Konto. Ich hab 30.000 dabei. 30.000? Ja, wenn ihr mich Geld holen lasst, dann haben wir alles zusammen. Wollt ihr uns eigentlich komplett verarschen, ha? Das könnte ja auch eine weitere wunderbare Geschäftsbeziehung werden. Warum spielt man nicht gleich mit offenen Karten, dass man vielleicht gar nicht das Geld hat? Doch, wir haben das Geld, aber unser Kostenwart ist nicht da. Wieso ist das Geld dann nicht hier? Weil wir das Geld aus dem Lager nehmen mussten wegen der Snitch. Und der hat es. So, die Frau zum Tisch, ja? Ihr habt unsere kostbare Zeit komplett verschwendet, ja? Ihr bekommt gleich die Informationen, die ich schon habe, oder einen Teil der Informationen. Und das Geld schuldet ihr uns noch. Aber wir werden jetzt nicht nochmal warten, bis dieses verflixte Geld hier ankommt. Hm? Ich werde mir als Konsequenz noch einen weiteren Finger nehmen von der Frau. Und ich gebe dir was. Hm? Dort hat er sich in der Nähe aufgehalten. Hm? Gut. Wir bringen... Wie kann ich euch erreichen? Ruf Baxter Industries an einer Leitstelle. Hm? Wir melden uns dann über die Leitstelle. Gut. Dann verpisst euch jetzt. Hm? Oh, lauf, Jungs, lauf! Die haben mir den Finger abgeschnitten, Mann! Scheiße, wieso hast du erst noch 9? Oh. Wir haben eine Fingerkuppe verloren und einen Finger. Metro. Bis gleich. Wohin zur Metro, ja. Okay. Ja, zur Metro. Hast du die Sachen da? Nee. Okay, wir haben ein Taxi gleich. Ich hab meinen Finger, ja. Ah,
Haben die es offen gelassen oder was? Ja, natürlich haben die offen gelassen. Ich hab die Information, wo er ist. Wir können nicht lange Zeit für... Ich hab eine Idee, wie wir das kurz überbrücken können. Wie? Wir hatten bei einer scheiß Apotheke hauen schon mal Verbände zum Draufdrücken drauf. Nein, wir machen's anders. Kommt her. Setz dich hin. Du auch. Und dir mein Messer dabei? Warte, ich geb dir eins. Oh. Komm, zieh durch. Ich guck auch weg. Mach. Mach. Scheiße, das muss auch noch machen. Bei wem zuerst machen? Bei mir. Ich sitze direkt vor dir. Mach jetzt. Ich glüte mir mach den Finger ran. Los! Und wieder ran nach dem Feuer! Finger her, junge Dame! Ja, da, da. Oh Gott, ich hab nicht. Aua! Scheiße! Bacon! Aua! Wir fahren aber nachher noch ins Krankenhaus, aber es muss erstmal rein! Ja. Wir sind hier weiter blutet. Ja. Wir haben die Info, wo er ist, let's go! Wo ist er? Nein, wo ist das Auto? Ja, ruf mal Kanzler an, wo ist der Idiot? Irgendwann später. Ich habe direkt die Information bekommen, in welchem Haus sich jetzt dieser Verräter, dieses Schwein befindet. Wir werden das anders machen. Aber da müssen wir uns einig sein. Danach wird Franzivani nicht mal Franzivani sein. Warum das? Wieso? Warum? Weil wir eine Stufe hochgehen. Ich würde diesmal keine Attrappe bei Visinius reinstecken. Ich würde eine scharfe Bombe reinstecken. Und wenn das passiert, dann werden wir mit einem terroristischen Bombenakt eine oder mehrere Personen, eventuell Marshals, auf dem Gewissen haben. Das heißt, wir sind auf einem ganz anderen Status. Und dieser Status geht nicht mehr weit zurück. Rinder. Alles für Franz Silvanien. Ich krieg vor nichts mehr zurück, scheiß drauf. Das kann für uns lange Zeit erstmal auf Flucht bedeuten. Oder im Knast. Oder im Grab. Also eine Bombe habe ich, aber nur noch eine kleine. Ich glaube nicht, dass wir das Haus damit hinkriegen. Ich habe eine Idee. Gasflaschen nehmen wir. Wir machen eine Reihe von Gasflaschen, dass es eine riesen Kettenreaktion wird. Wir müssen unten zum Hafen. Ich brauche nur die Zettel. Also ich muss wirklich fragen, stellen wir uns nach der Sprengung oder... Halt doch deine Fresse, schreib doch jetzt den Zettel, da wirst du alles drinstehen. Okay. Wie heißt der Tayo? This was the most is Transylvanischer Verrat. Drei Todesstrafe wurde hiermit gekündigt. Oder du Dreckel! Geh scheißen! Alter. Wir gehen da jetzt hin? Wir bauen alles auf? Und bomben alles weg. Reinmachen! Morell? Servus! Geht. Frau Morell, Frau Morell! Es gibt Morell. Ein Feuerwerk bei dir in der Straße. Mit wem bin ich denn? Ich bin der Franzl. Wo ist das? Ach, der Franzl. Können Sie sich eventuell dran erinnern? Da hab ich mal gewohnt. Jetzt sind wir ruhig. Können Sie sich eventuell dran erinnern, dass wir letztes Mal so einen kleinen Ausflug hatten? Ich muss auflegen. Ja. Ja. Kann ich? Da habe ich Sie zu Hause geholt, ne? Können Sie sich dran erinnern? Ja. Ja. Wissen Sie, Morell? Ja? Wie würden Sie Ihre Arbeit einschätzen? Meine Arbeit. Und die ihrer Kollegen? Ja gut, natürlich. Ich sitze hier gerade in einem kleinen Busch. Meine ganzen Freunde bauen gerade ein wunderschönes Konstrukt eines Feuerwerkes auf und beobachte den Herrn Tayo, wie er gerade im Wohnzimmer sitzt an dem Tisch, den ihr versucht für uns zu verstecken. Dankeschön, dass Sie es so einfach gemacht haben. Ich sage schon mal eins, das Safehouse, das wird bis auf Grund und Mauern runtergerissen. Und bis alles niedergebrannt wird. Und ein kleiner Koffer, wenn er es überlebt, habe ich auch noch vorne gelassen mit einer Nachricht. Gut, schönen Abend noch. Auto. Wie heißt er mit vollem Namen? Tayo Hernandez White. Tayo Hernandez White. Hernandez. Hernandez White. Durch deinen Verrat an Franzivanien wirst du vom Gericht der Meister zum Tode verurteilt. Du brauchst gar nicht hinten rauslaufen. Das Haus ist umstellt. Das Urteil
fahren uns hinterher, die fahren uns hinterher. Ja? Wollen wir den Ei wegmachen? Wir leisten Widerstand. Den Ei machen wir! Nimm den. Ich hab die in der Hand. Wie immer Auto schießen! Lauf, 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 lauf. Ich hab ein bisschen Puls. Geht er jetzt wirklich tanken? Jetzt zieht jetzt durch. Der tankt. Bitte warten wir kurz auf den Parkplatz. Ich muss mal kurz meine Notizzettel zu Ende schreiben. Heli. Ja klar, die fliegen jetzt nach Transsilvanien. Bruno? Ja? Wir müssen jetzt unser eigenes Taxiunternehmen gründen. Ja, lass machen. Hätte ich voll Bock drauf. Wo sind die anderen jetzt? Ich hab keine Ahnung, wir haben alle die Handys ausgemacht. Wir brauchen andere Autos, die uns nicht finden. Ich könnte uns eine Abholung vielleicht organisieren. Auf jeden Fall, weit kommen wir jetzt gleich nicht mehr mit dem Tank. Ich hab eine Idee. Ja? Ich hab's vergessen. Da ist ein Autohändler, was können wir ein anderes Auto kaufen? Wir müssen zum Friseur und zum Klamottenladen. Wir müssen uns umziehen, wir müssen undercover sein. Denn los? Servus! Wo seid ihr? Im Wald! Wir fahren jetzt nach Paleto und holen dann ein anderes Auto. Nördlich von Paleto, wir da ist sie doch so Auto kleine Inselgruppen. Habt ihr denn was für ein Auto getauscht? Naja, unsere typischen Autos, wir haben halt nichts anderes. Wir könnten die Karre hier stehen lassen, laufen. Ich hab einen Revolter noch, der ist offen. Ne, wir laufen am Strand hoch, lassen das Auto da stehen und laufen zum Kleiderladen, ziehen uns um, holen uns ein anderes Auto. Okay. Ja, du musst die Waren ein bisschen absetzen, ne? Gut, ja, waren besten Check. Okay, ja, wir müssen Taschen holen, Kleiderladen. Ach, scheiße, da ist denn... Wo ist denn hier eine, wo ist denn hier eine Treppe? Wir sind nicht... Schalt euch fest! Oh, der Helikopter! Ich glaube, der hat's gesehen. Scheiße! Wie hat der uns jetzt gesehen? Swatty ist da! Ich hab kein Geld mehr. Ich hab wirklich. Mach mir ein Auto an! Los, mach mir ein Auto an! Ja, okay. Los, ich die 911 anrufen! Ja? Wo seid ihr? Beim Klamottenladen. Wo bist du? Ich hab ein Auto geklaut! Okay, ist schnell, die Heli ist hier über. Schnell, schnell einfach und ab! Das ist absolutes Premium. Ich hab ein Auto geklaut! Super! Ich hab den Typ bei Capital Motors bedroht, da war ein Verkäufer drin! Gut, dass sie die Dinger immer tanken. Wo ist mein rechter Fuß? Ja, nicht. Was? Ich hab eine Nummer, neue Nummer nicht. Ich hab ihn noch gefunden, der war unter der Kupplung. Scheiße, die Sirene! Ich krieg Panik! Du glaubst nicht, dass er zufälligerweise die Vollen gerufen hat, den er bedroht hast. Na klar! Ich hab mir gesagt, er wird niemals rausfinden, dass ich Franzl bin! Oh. Na, servus, hier ist nicht nur Franzl! Hier ist ein Österreicher! Ich bin's, Ben! Oh! Servus, Ben! Hier ist der Franzl! Ei, bist du weggekommen? Ja, ich hab einen Terminus geklaut, hab ihn gekoppert von Capital Motors mit einer Waffe bedroht! Ich hänge in so einem scheiß Busch. Wer ist noch alles frei? Ich hab alle eingesammelt und wir sind in einer Stadt. Schön. Und du? In Paleto. Wir könnten ein Boot holen und ganz hochfahren, aber das dauert. Sollen wir nicht mit dem Boot ganz hochfahren? Das dauert aber 10 Minuten. Ich bleib hier sitzen. Dann kannst du zum Wasser laufen, dann können wir den mitnehmen. Ja, ruf mich dann an. Du hast meine Nummer jetzt. Speicher die. Ben, eins, was du noch nicht getan Bruno haben solltest. Wo ist Bruno? Ich hab keine Ahnung. Oh, scheiße, ja, wir müssen tanken. Hi, wo seid ihr? Wo bist du? Wir holen mit dem Boot euch ab. Wo ist der Tanksäule? Ja. Hinter uns. Das geht schwer. Wieso? Wo bist du? Gefangen. Oh Gott, kennst du den Wörtern Pass? Ja. Ich soll ja sagen, weil ich nicht, aber da... Beim Kautschuk rechts am Berg. Das ist so ein Aussichtspunkt, wo du auf den Alamo sehen gucken kannst. Ich hab mir ein Fahrrad gekauft und bin hier hochgedonnert. Nein! Hä, warum? Wie? Ich glaub das nicht. Oh, nee.
Scheiße, wir haben ein anderes Problem. Helikopter. Nein, die landen bestimmt nur, weil hier der Landeplatz ist. Jo, aber das ist gerade echt. Okay, okay, mach mir wieder auf. Okay, ja, bis später. Die wollen bestimmt nur spielen. Hallo, habt ihr Hunger? Die wollten wahrscheinlich auch einfach nur tanken oder so. Ne, Chat, die wollten entweder Feier machen oder tanken. Das ist gerade einfach nur Pech. Die dran bestimmt, glaube ich. Einfach nix anmerken lassen. Servus! Wo seid ihr? Komm doch zum Wasser, zum weißen Jochboot! Was, das bist jetzt doch ganz an der Seite! Wo bist du? Wenn du Paleto-Ortsausgangsschild da am Strand hier ist. Ihr lauft direkt zum Wasser! Ich lauf sie gerade durch. Bruno ist frei, Joe ist frei, Victor ist wach. Wie ist Victor? Ja, servus, ja. Lauf links zum Zipfelwasser! Fick mich, war das eine krasse Aktion. Oh, wo ist denn mein Bier jetzt schon wieder? Oh, Stein. Ich such mein Bier! Oh, Mann, Stein, guck davon, Bruder! Nein! Und da hab ich's! Bei den Temperaturen wollte ich heute nicht Eisbaden gehen. Hallo, versuch mal Bruno durchzutelefonieren. Bruno habe ich schon versucht anzurufen. Der kennt mich als Telefon. Und jetzt dann hat mich Joe. Mess, dass ich das gesagt habe. Und Joe hat mich angerufen. Okay, dann ich jetzt auch. Der ist beim Kautschuk. Ich muss nur ein bisschen vorsichtig fahren. Ich bin ein bisschen. Oh Gott, ich hab Koffer. Ja. Ist es beim Telefon? Ich bin mir Jacqueline, lauf nicht so schnell. Schön langsam, Jacqueline. Sonst kotzt du wieder. Victor? Kurzfassung für dich. Wir haben gerade eben ein Safehouse in die Luft gejagt mit Tayo drin und auf Cops geballert. Also die Kacke ist schwer am Dampfen. Ja, passiert manchmal, ne? Weil wir brauchen gesehen und Safehouse. Wer hat die Kacke auch gedampft? Ich hätte eine Idee, wo wir hin könnten. Wo denn? Und zwar müssten wir aber Brian und Pitbull vertrauen für... Scheiß drauf! Ich denke noch, ich muss einfach... Aufregend. Ich soll hier anrufen, dass wir zu denen müssen, dafür müssen wir aber bis zum Rockport-Blase irgendwie kommen. Rockport-Blase? Ja. Ist kein Problem, hier vor die Kanäle rein. Das ist aber Borkentier, also Gott, hier, dann müssen wir irgendwie ein Auto oder eine Abholung dafür. Wir sollen uns in den Kanälen abholen. Drei. Ich sehe diese Scheiß-Tüte nicht, wir hatten die gemacht. Dann nimm sie doch ab, die Tüte. Ich puppel doch jetzt mal ein größeres Loch rein. Oh, warte. Ach, ey. Okay, fickt euch, muss auflegen. Okay. Hallo? Hallo? Ben. Die Kamera, es gibt's doch nicht. Ich möchte dir einfach nur sagen, Ben, dass deine Differenzen aus dem Weg geschafft werden, dass wir ab morgen wieder Taxi fahren können. Perfekt. Wir sind auf Würfel und Korallen! Wir sind da. Wir haben Tayo gefunden. Ja und? Schnell. Ich seh doch gar nichts! Ja, das Safehouse, wo er drin war, existiert nicht mehr. Perfekt, was? Wieder ein Stück. Wir brauchen Unterschlupf bei euch unten. Okay. Aber schleppt keine Bullen an. Wir treffen uns gleich am Eingang, wo wir letztes Mal waren. Wir brauchen erstmal eine Abholung. Wieso eine Abholung? Weil wir auf dem Boot unterwegs sind. Oh, wie viele? Downtown. Vier. Kannst du uns beim Liquid Store abholen? Was für ein Liquid Store? Es gibt so viele. Bei den Kanälen, Westside. Ja, können wir machen. Auf zur Verwahrstelle, Dennis! Ich hab grad schon mal Little News gelesen. Da hat irgendwer ein Haus gesprengt. Wahnsinn. Was? Haben wir schon? So schnell? Schnatter geht das ja. Haus in die Luft. Jetzt ruft Victor wieder an. Keine Ahnung. Ja? Komm zum Liquid Store in der Westside an den Kanälen. Macht eure Handys aus. Ich kann nichts sehen! Rechts, rechts, rechts. Oh nein! Oh, was macht ihr denn? Ihr müsst doch mal die Tüte abnehmen, hier, Kollege. Warum fährt denn der besoffene Bayer überhaupt? Wo ist der? Guck mal, da ist ein rotes Licht! Können wir uns mal kurz darüber unterhalten, dass wir 470.000 Dollar Schulden bei einem internationalen Kartell haben? Vielleicht ein bisschen mehr! Was heißt denn vielleicht? Was? Stopp! Links! Wo sind euch hin? Und wie klappt? Okay, nochmal zum Thema. Wir haben. Was heißt denn ein bisschen mehr? Wir haben doch eine Position gekriegt und dann war es nicht richtig. Und dann habe ich nochmal angerufen und dann haben wir das andere Haus bekommen, aber das hat nochmal 200.000 gekostet. Wir haben dafür, dass das erste Fest war. Also willst du mir jetzt sagen, dass wir 600.000 Dollar Schulden haben? 670.000! So. Bis nächste Woche oder wenn alle. Was? Zum. Wie gerade zur Villa durch, das hat keinen Sinn mehr. Nein, wir können noch eine Woche leben und trinken.
Wo zum Fick soll ich jetzt 670.000 Dollar herbekommen? Ich weiß es auch nicht, auch guck mal, Steine! Ding, ding. Wow! Ja, perfekt. Okay. Also ich hab Stand jetzt... Ja, 420.000 haben wir ungefähr. Das geht doch ja, dann noch ein bisschen Autos bei Capital Clown, das hat ja gut funktioniert. Ja, super. Und dann? Du brauchst ja noch ein bisschen was über, um so Bier zu kaufen. Ja, ich hab eine Idee, wir klauen vom Quartier die Sachen und verkaufen den. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine 10 von 10 Idee, das wird auf jeden Fall nicht in die Hose gehen. Oder wir reden einfach nicht wieder mit dem Verstecken und... Meine ich auch, wir verstecken uns einfach. Wir kommen erst aus dem Haus, wenn die wieder drin sind. Nein, dann haben wir noch eine Bombe am Haus. Was ist mit meinen Sniper, die ich habe? Meinst du, die kriegen wir nicht irgendein Gang gut verkauft für viel Geld? Aber nicht für 600.000. Ja, aber vielleicht für 100. Oder 200. Jetzt hab ich mich unterdrückt genommen. Hallo? Lecker. Wann seid ihr denn eigentlich da? Wir sind on the road. Wie ist das denn jetzt? Dennis hat mir Halbschaden gegeben. Ey, der Dennis macht den Brian zum Junkie. Er hat doch gesoffen, oder was ist los bei dem? Sag mal, Brian. Ist ein Spaß. Jetzt, wo du gerade nicht bist, ich hab eine Frage. Ja. Wie viel Geld hast du auf dem Firmenkonto? Ich bin da nicht mehr. Gar nicht? Gar nicht mehr. Mit Kanzler unterwegs. Wie viel wäre denn jetzt da drauf gewesen? Jetzt kannst du es ja das sagen. Das weiß ich nicht. Frag doch Franze, wegen ihm bin ich doch da rausgegangen. Nein, wie viel Kohle da zum Schluss drauf war? Diese Rohre, die fliegen. Oh nein, wir können uns nicht bei Junkies verstecken, die verraten nee, uns. Nee, das können wir auch nicht machen. Brian, könnt ihr uns oben ein Paletto abholen? Jetzt doch noch mal eine Runde drehen. Ja, hol uns ein Paletto ab. Kuss auf die Nuss. Wir müssen das alleine machen. Mit Junkies kannst du nichts machen. Die verraten einen. Mit ein wenig Glück ist der Terminus noch da. Wir sind doch... Ach so. Ja. Wenn ihr... Oh nein! Ich bin geparkt. Wir sind am Hafen. Wir sind angekommen, geparkt. Danke. Ist das Auto noch da? Wo sind wir überhaupt? Ja, steht noch da. Bremsen. Na, das nehmen wir nicht. Das ist so gefährlich. Na, das ist... Schick dort Handy aus. Was machen wir jetzt? Das Auto halt nicht nehmen. Hallo? Und laufen. Wo genau ein Paletto sollen wir euch abholen? Ich muss mal kurz das Handy muten. Warte mal kurz. Was machen wir denn jetzt mit den Junkies? Sollen wir die jetzt. Versteh den nicht. Sollen wir jetzt auf die scheißen? Aber wir sollten gucken. Ja, scheiß auf die Junkies. Jetzt ein Handy aufstimmen. So, hallo Brian. Hallo Ben. Hat sich erledigt. Danke für eure Mitarbeit. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hä, wie du? Geh dich ins Knie. Fick deine Mo. Nein, wir haben dieselbe. Fick dich. Was machen wir denn nicht jetzt? Mehr irgend. Ja, und. Arschloch! Wir können auch Taxi Scheiß drauf, lass den Terminus nehmen! So, nächstes Vorgehen, warten, bis wir Herbst genommen werden? Oder wie läuft das? Ich jetzt? Weiß auch nicht, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ich muss meinen Finger noch auf Eis legen, zumindest die Kuppe davon. Ach, ich will mir die Weste wieder anziehen. Ach, ja, ja, ja. Warum hast du eigentlich einen Finger verloren? Ach, weil unser König etwas länger gebraucht hat. Alles gut. Ich hab nur länger gebraucht! Ich hab vergessen! Stimmt, stimmt. Da verliert man Fäcker. Weißt du, was das Allerdümmste war? Was? Ich bin der mit der meisten Kohle von uns gerade und bin nicht losgefahren. Ja, war ein ruhiger Abend, war schön, nichts passiert. Oh. Ja, danke für die Zusammenarbeit. Man gibt sich die Hände, wir sehen uns dann mit. Wir können eigentlich nochmal lachen. Warte, ist doch lustig, warte, oder? Warte, wir gehen alle zusammen schlafen. Ach so. Ein Glück. Oh, nein!